100 Jahren begann unter den europäischen Großmächten ein Krieg, der später als Erster Weltkrieg in die Geschichte einging. Er weitete sich über Europa hinaus in den Nahen Osten und die Kolonien aus. Bis 1918 forderte er 17 Millionen Menschenleben, das Leben von 8 Millionen Zivilisten und 9 Millionen Soldaten. Saaremaa, viertgrößte Ostseeinsel, steht damals unter russischer Herrschaft. Heute gehört die Insel, deren deutscher Name Ösel lautet, zu Estland. Saaremaa war im Ersten Weltkrieg ein wichtiger Stützpunkt der russischen Flotte. Im Herbst 1917 wird Saaremaa von den deutschen Truppen erobert. Beim Versuch, die Russen zu entwaffnen, wird der deutsche Leutnant Walter Flex angeschossen und schwer verletzt. Sehr geehrter Herr Professor, als Bursche von Herrn Leutnant möchte ich Ihnen, soviel ich kann, über die letzten Stunden des Herrn Leutnants mitteilen. Am 15. Oktober kam das Regiment ins Gefecht. Nachdem wir einige Russen entwaffnet hatten, war mein erstes, nach Herrn Leutnant zu fragen. Da wurde mir gesagt, er sei soeben schwer verwundet worden. Ich lief nun schnell nach dort und fand Herrn Leutnant in einer Kornkammer, wohin ihn die Sanitäter getragen hatten. Die Königliche Bibliothek zu Berlin bezog 1914 gerade ihr neues Gebäude unter den Linden, das vom Kaiser höchstpersönlich eingeweiht worden war. Die damals wichtigste Bibliothek des Reiches sah es konsequenterweise als ihre patriotische Aufgabe an, sofort nach dem Kriegseintritt des Deutschen Reiches eine besondere Kriegssammlung anzulegen. Sie veröffentlichte umgehend einen Aufruf in den Tageszeitungen, ihr Materialien aller Art zuzusenden, die sich mit dem derzeitigen Kriege beschäftigten. 100 Jahre später hat die Bibliothek es sich vorgenommen, diese Zeitzeugnisse aus gutem Grund aus dem Archiv zu holen, bibliothekarisch zu erschließen und für die Digitalisierung vorzubereiten. Damit wird ein Zugang zur Geschichte des Ersten Weltkrieges über eine Vielzahl neuer Quellen ermöglicht, die nun der Öffentlichkeit über das Internet frei zur Verfügung stehen. Walter Flex, 1887 in Eisenach geboren. Also war er 27, als der Krieg ausbrach. Noch war ihm der Durchbruch nicht gelungen. Aber er sollte einmal neben Ernst Jünger und Erich Maria Remarque einer der drei bekanntesten Schriftsteller des Ersten Weltkrieges werden. Sohn des nationalliberalen Gymnasialprofessors Rudolf Flex. Walter wird von Anfang an in einem streng religiös-nationalen Sinn erzogen. 1906 Abitur. Studium der Germanistik und Geschichte an der Universität Erlangen. Mitglied der Burschenschaft der Bubenreuther, die sich der Bekämpfung von drei Staatsfeinden verpflichtet sehen. Zentrum, Sozialdemokratie und Judentum. Flex veröffentlicht nebenher Erzählungen, Novellen, Gedichte und mehrere Heldendramen. 1911 schreibt Walter Flex seine Doktorarbeit zum Thema Die Entwicklung des tragischen Problems in den deutschen Demetrius-Dramen von Schiller bis in die Gegenwart. Er hofft darauf, sich als Schriftsteller durchsetzen zu können. Zunächst aber ist er Hauslehrer bei der Familie Bismarck. 1913 kam es zu einem nach außen sorgfältig kaschierten Bruch mit seinen Arbeitgebern, da für Flex die international zusammengesetzte Adelsfamilie von Bismarck zu undeutsch war. Ihm missfiel, dass bei Tisch Englisch gesprochen wurde. Bereits als junger Mann hatte Walter Flex sein komplettes ideologisches Grundmuster aus Vaterlandsliebe, Familiensinn, Kaiserverehrung, Opferfreudigkeit und Pflichtgefühl definiert. Nach dem Kriegseintritt des Deutschen Reiches im August 1914 meldete sich Flex sofort als Kriegsfreiwilliger. Bereits während seiner militärischen Ausbildungszeit veröffentlichte er in der täglichen Rundschau und in Westermanns Monatsheften erste Kriegsgedichte. Wildgänse, Herr Leutnant. Sie ziehen nach Norden. Wildgänse rauschen durch die Nacht mit wildem Schrei nach Norden. So unstellte Fahrt. Habt Acht. Voller Morden. Wir sind wie ihr, ein großes Heer, und fahren in Kaisers Namen
und fahren wir ohne Wiederkehr. Rauscht uns im Herbst ein Amen. Wir ohne Wiederkehr, rauscht uns im Herbst ein Amen. Das Gedenkjahr 100 Jahre Erster Weltkrieg ist der Anlass dafür, dass die bedeutenden Kriegssammlungen zahlreicher europäischer Bibliotheken einer breiten Öffentlichkeit im Internet jetzt frei zugänglich gemacht werden. 10 Nationalbibliotheken und weitere Partner haben seit 2011 mit Unterstützung der Europäischen Kommission und koordiniert durch die Staatsbibliothek zu Berlin über 400.000 Objekte aus der Zeit des Ersten Weltkriegs digitalisiert. Als Plattform für die gemeinsame Sammlung dient das digitale Kulturportal Europeana, das bereits rund 30 Millionen Digitalisate aus europäischen Bibliotheken, Archiven und Museen zusammenführt. Im Projekt Europeana Collections 1914 bis 1918 arbeiten Bibliotheken aus Ländern zusammen, die während des Krieges auf unterschiedlichen Seiten des Konfliktes standen. Am 23. August 1915 fällt Ernst Wurche, ein Theologiestudent, den Walter Flex bei der gemeinsamen Offizierausbildung kennengelernt hatte. Um den Verlust des engen Freundes zu verarbeiten, schreibt Flex seinen Wanderer zwischen beiden Welten. Dieses Buch erscheint 1916 und avancierte binnen kurzer Zeit zum nationalistischen Kultbuch. Schreiben Sie wieder an Ihrem Roman, Herr Leutnant? Ja. Wie wird er heißen? Bis 1933 betrug die Auflage 340.000 Exemplare. Während des Dritten Reiches verdoppelte sie sich, da der Wanderer in den Kanon der NS-Jugendpropaganda aufgenommen wurde. Die Königliche Bibliothek in Berlin sammelte nicht nur Bücher, sondern auch Broschüren, Plakate, neu entstandene Literaturgattungen wie Schützengraben und Feldzeitungen, außerdem Flugblätter, Bekanntmachungen, in- und ausländische Zeitungen, Lieder, Gedichte, Postkarten, Bilderbogen, Karikaturen, ja sogar Kochbücher, Kinderbücher, Kriegskarten, Fotografien und handschriftliche Materialien von bemerkenswerten Persönlichkeiten. Die Sammlung Krieg 1914 umfasst heute noch ca. 40.000 Bände, darunter allein 7 Ausgaben des Wanderer zwischen beiden Welten. Die Maschinengewehre hämmerten und schütteten. Das Infanteriefeuer brodelte. Die Artillerien zerrissen Luft und Erde. Von den überstürmten Äckern kam ein Stöhnen und Rufen. Die Krankenträger gingen vor und zerstreuten sich mit Bahren übers Feld. Aus der dunklen Erde wuchsen Gräber und schlossen sich über den Toten. Im Digitalisierungszentrum der Staatsbibliothek zu Berlin arbeiten bis zu 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 12 Hochleistungsscannern im Zweischichtsystem. Empfindliche Materialien wie Handschriften, Musikautographen, kostbare historische Drucke, Bücher mit fragilem Papier, großformatige Karten und Drucke bis zum Format DIN A0 werden von Hand gescannt. Daneben werden auch Scanroboter eingesetzt. Ein Prisma saugt 2 Seiten gleichzeitig an und führt beim Abtasten die beiden Scans aus, blättert zu den nächsten beiden Seiten und wiederholt den Vorgang. Auf diese Weise ist es möglich, allein mit diesen Geräten mehrere tausend Seiten am Tag zu scannen. Im Projekt Europeana Collections 1914 bis 1918 wurden in ganz Europa insgesamt über 400.000 Objekte digitalisiert. Während die Bibliotheksgebäude abends schließen, ist die weltweit größte Sammlung zum Ersten Weltkrieg in Europeana 24 Stunden an 7 Tagen pro Woche zugänglich. Leutnant Flex erhält im Oktober 1917 den Befehl, mit seiner Kompanie auf der Insel Ösel die russischen Truppen zurückzuschlagen. Das Schießen der Russen wird schwächer.
bald sind 500 Gefangene gemacht. Leutnant Flex hat ein Beutepferd bestiegen. Herr Leutnant, zurückbleiben. Sie wollen sich nicht ergeben. Gleich darauf fällt ein Schuss, wohl auf den anreitenden Leutnant Flex gezielt. Dieser zieht einen am Pferde hängenden Säbel und sprengt vor. Darauf fallen mehrere Schüsse. Einer wirft ihn vom Pferde. Sie wollen sich nicht ergeben! Nachdem die Wunden der rechte Zeigefinger war ab und Magen- und Nierenschuss verbunden waren, war sein erstes nach dem Gange des Gefechts zu fragen. Wo stehen unsere Linien? Und ob es gut vorangeht, nachdem sich die russischen Ärzte und Krankenschwestern entfernt hatten, blieb ich allein bei ihm. Als ich frug, haben Herr Leutnant Schmerzen, sagte er. Nein, aber ich fühle mich etwas schwach. Als ich ungefähr eine Stunde bei Herrn Leutnant saß, diktierte er mir eine Karte, die ich beilege. Als Herr Leutnant anfing zu diktieren und ich sah, dass ihm das Sprechen schwer fiel, wollte ich die Adresse allein schreiben. Als ich jedoch schrieb, an Herrn und Frau Professor. Und Frau? Nein, Zimmer. Nicht so, sondern nur an Herrn Professor. Damit meine Mutter nicht die Karte zuerst erhält. Der Inhalt der Karte lautet: Liebe Eltern, liebe Eltern. Diese Karte diktiere ich. Karte. Weil ich am Zeigefinger der rechten Hand. Zeigefinger? Leicht verwundet bin. Verwundet. Ansonsten geht es mir sehr gut. Ansonsten geht. Habt keinerlei Sorge. Sehr gut. Viele herzliche Grüße. Euer Walter. Nachdem dies geschehen war, machte Herr Leutnant die Augen zu. Nach einer halben Stunde musste ich ihm den Kopf etwas höher legen und war ganz still. Darauf wurde mir gesagt, es wäre besser, wenn er allein wäre, denn das Sprechen würde Herrn Leutnant anstrengen. Ich ging während der Nacht jedoch öfter zu Herrn Leutnant und fand ihn immer mit geschlossenen Augen ruhig liegen. Nachdem Herr Pfarrer gegangen war, blieb ich noch eine Weile und ging dann auch wieder. Nachdem ich eine Stunde bei der Kompanie war, kamen Leute, die von unserem Bataillonsstab beauftragt waren, sich nach dem Befinden des Herrn Leutnant zu erkundigen, zurück und sagten, Herr Leutnant Flex ist soeben gestorben. Alle, die Herrn Leutnant kannten, waren tief erschüttert von der traurigen Nachricht. Ich gestatte mir, Ihnen, sehr verehrter Herr Professor, als dem Vater meines lieben Leutnants und Ihrer Gattin als seiner Mutter, mein herzlichstes Beileid auszusprechen und meine besten Grüße zu senden. Gefreiter Peter Zimmer. Jeden Tag starben tausende Menschen. Jeden Tag wurden Todesanzeigen in den Tageszeitungen veröffentlicht. Die Staatsbibliothek zu Berlin besitzt die größte Zeitungssammlung Deutschlands. Im Zeitungsarchiv werden Tageszeitungen in gebundenen Folianten und auf Mikrofilmen aufbewahrt. Heute lagern hier 180.000 Bände und 150.000 Filmrollen. Im Projekt Europeana Newspapers arbeiten 18 europäische Partnerinstitutionen daran, bis zum Jahr 2015 historische Tageszeitungen mit insgesamt mehr als 18 Millionen Zeitungsseiten digital zugänglich und Wort für Wort durchsuchbar zu machen. Die digitalisierten Zeitungen werden im Internet ebenfalls über das Kulturportal Europeana kostenlos zur Verfügung gestellt. Zeitungen sind nicht für dauerhafte Aufbewahrung bestimmt. Das Papier wird brüchig, die Druckfarbe verblasst. Das Projekt konzentriert sich auf technische Bearbeitungsverfahren bei der Aufbereitung digitalisierter Zeitungen. Es werden Verfahren und deren Qualität überprüft und Empfehlungen für weitere Digitalisierungsprojekte entwickelt. In digitaler Form werden historische Zeitungen rund um die Uhr und weltweit online zugänglich. Gedruckte Originalausgaben können nur in Lesesälen der Bibliotheken eingesehen werden. Der Text der digitalen Zeitungsseiten wird in Wort für Wort durchsuchbaren Volltext umgewandelt. Über eine im Projekt entwickelte Suchoberfläche kann nach Stichworten, Personen und Institutionennamen sowie Geographiker gesucht werden.
Während man bisher gedruckte Zeitungen mühevoll und zeitaufwendig von Hand durchblättern musste, kann man jetzt durch die Volltextsuche ganz gezielt nach bestimmten Begriffen suchen. Zum Beispiel nach Kriegsgedichten von Walter Flex und nach seiner Todesanzeige. Karte weist Einschusslöcher, vermutlich von der tödlichen Kugel auf. Wenn die Originale wieder ihren angestammten Platz im Magazin der Kriegssammlung erreicht haben, um dort für kommende Generationen aufbewahrt zu werden, folgt der letzte Bearbeitungsschritt für die Bibliothek. Die Daten der Digitalisate werden in das Kulturportal Europeana hochgeladen. Nun lassen sich beispielsweise die Dokumente von und über Walter Flex in Europeana finden. Ein Klick auf das Vorschaubild führt zur Webseite der Einrichtung, die das Werk im Original aufbewahrt und für Europeana digitalisiert hat. Der Wanderer zwischen beiden Welten von Walter Flex ist auf der Webseite der Staatsbibliothek vollständig abrufbar. Das Buch kann dort auch kostenlos als PDF heruntergeladen werden. Das im Wanderer enthaltene Gedicht »Wildgänse rauschen durch die Nacht« wurde vielfach vertont. Es fand Eingang in das Liedgut verschiedenster Gruppierungen, der Wandervogelbewegung, der Hitlerjugend, der Waffen-SS und der Wehrmacht, der Nationalen Volksarmee und der Bundeswehr. Es wurde von kirchlichen Gruppen, in der Schule und in Studentenverbindungen gesungen, in der sozialistischen Jugend Deutschlands und in der französischen Fremdenlegion. Dabei wurde der Text mal pazifistisch, mal nationalistisch, mal religiös verstanden und nicht selten ideologisch vereinnahmt. Noch immer, 100 Jahre später. Der Erste Weltkrieg hat bis in unsere Gegenwart tiefe Spuren in unserer Kultur und Gesellschaft hinterlassen. In Deutschland, in Europa und weltweit. Europeana 1914 bis 1918 vereinigt unter einer Oberfläche und nach Themen durchsuchbar mehrere hunderttausend Quellen aus Bibliotheken, Filmarchiven und von Privatleuten zur weltweit größten digitalen Sammlung zum Ersten Weltkrieg.